Jetzt weint doch nicht. Ich weiß nicht, was ich morgens mit. Schon wieder ausschaust, hörst. Die ganze Schminke rinnt dir schon übers Gesicht. Was? Ein Papiertaschentuch? Es tut mir leid, ich hab kein Papiertaschentuch. Ein Klopapier kann ich da holen. Im Notfall kann man sich da reinschneiden. Bitte mein nichts, war ja nur ein Vorschlag. Wo die Brigitte nur bleibt. Seit einer Stunde sollte sie schon da sein. Die Trampel kommt nicht daher. Lass mich da allein mit dir sitzen. Glaub mir, die kann besser reden mit dir, so von Frau zu Frau, ne? Stört dich die Musik? So ist Radio auch dran. Geh sehr lieb. Schenkst mir Zigaretten. Dankeschön. Pass einmal auf. Jetzt werde ich dir was sagen. Ganz ehrlich. Ganz brutal. Also für mich ist der, ich meine, ich kenne ihn ja nicht, aber für mich ist der Kerl ein Schwein. Jawohl, ein Schwein. Nicht deswegen, weil er die sitzen lassen hat. Nein. Es kommt vor. Das habe ich auch schon gemacht mit vielen Weibern. Frag die Brigitte, die kennt mich. Nein, nicht deswegen. Sondern weil er überhaupt angefangen hat mit dir, verstehst du mich? Was? Geliebt habt ihr euch? Ja, da zähl mir doch nichts erst. Weißt du überhaupt, was richtige Liebe ist? Weißt du das wirklich? Ja, ja, gut, gut. Vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich wirklich, wie hast du gesagt, zu wenig Einfühlungsvermögen. Ich sag ja, die Brigitte müsste mit dir reden. Die hat mehr Einfühlungsvermögen. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Du bist jung, du schaust gut aus. Ja, wirklich. Die Brigitte sagt das oft. Ja. Was lachst du? Wenigstens lachst du wieder. Pass auf, da muss ich dir gleich einen Witz erzählen. Hör zu. Da fangen zwei warme Missionare im Urwald den Tarzan und. Kennst du schon? Es blöd? Ich hab sehr gelacht. Hat da der Haberer bessere Witz dazu? Jetzt weint doch nicht schon wieder. Gerade hast du noch gelacht. Weiner lachen. Jetzt bist du ja richtig hysterisch, bist du. Wo bleibt denn der Trampel? Na, die kann was erleben, wenn's heimkommt. Wirklich. Also der dazu. Hey, du willst gehen? Ja, warum denn auf einmal? Ich hab mir gedacht, du willst reden mit mir, du willst dich ein bisschen aussprechen. Ja gut, wie du willst. Ja. Geh, sei lieb, bevor du gehst, lass mir nur Zigaretten tun. Das ganze Tag. Das war aber nicht notwendig gewesen. Danke schön. Und wenn du was brauchst, ruf an. Du weißt, ich bin immer da für dich. Immer. Ja, ist eh klar. Ich lasse dich grüßen, klar. Weißt du denn? Servus, Herbert. Hör auf zum Warnen.